Die Spiele sind teuer. Lasst mal ein Abo da, wäre mal ganz nice. So, jetzt bevor wir hier einen Drehschwindel kriegen, müssen wir uns noch mal orientieren hier. Ja, mal mit denen reden. Auf Anweisung von Robert Throckmorton ist der Hafen geschlossen. Gehen Sie. Okay, okay. Sind ja schon weg. So, wir können ja mal mit Mr. Throckmorton noch mal reden. Ich denke mal, der wird ja hier auch noch mal irgendwo rumtouren. Gucken, ob wir den finden. Und übermitteln ihm mal die Ergebnisse, die wir im letzten Teil auch rausgefunden haben. So, da müsste ja sein. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Oh, wer war es? Jetzt wird's spannend. Ja, was machen wir? Der Mörder ist tot. Wir hatten ja versprochen, zu lügen. Ich konnte den Mörder Ihres Sohnes aufspüren. Aber er wurde von diesen Dingern angegriffen, die in den Gassen umherstreifen. Sie rissen ihn förmlich in Stücke. Es war der Innsmouther Lewis, einer der Fischer. Das Blut Ihres Sohnes klebte an ihm und lockte vermutlich diese Kreaturen an. Sind Sie sich sicher, dass es die Leiche dieses Fischers war? Ganz sicher. Von ihm sind zwar nur noch ein paar Knochen und Fleischfetzen übrig, aber ich fand dort auch dieses Stück Stoff. Es stammt von seiner Jacke. Fragen Sie seine Freunde. Tja, was will man machen? Eigentlich stand es mir zu, Rache zu nehmen. Gegen diese Wild Beaster muss etwas unternommen werden. Dennoch, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kenne ich wenigstens die Wahrheit. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? So, bevor wir antworten, kann ich noch sagen, ich finde das sehr gut. Wir haben dem Mörder eigentlich versprochen, ihn nicht zu verraten. Und hier haben wir halt ein bisschen gelogen, aber okay. Wer weiß, für was es hinterher gut ist. So, ich versuche meine Vision auf den Grund zu gehen. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge. Visionen. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher. Oder ich wurde geführt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. So, warum eine geologische Expedition? Zusammenhang zwischen Hysterie? Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Okay, Wissenschaftler ist ja schon mal besser, als wenn er da irgendwelche Parapsychologen ranlässt. Also jedenfalls, wenn die wissenschaftlich arbeiten, geht das ja auch noch. Aber da gibt es ja auch viele Quacksalber. So, Zusammenhang zwischen der Hysterie und der Vision. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe,
klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Vision finden wollte. So, denken Sie, die Flut hat eine wieder natürliche Ursache? Ja. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber er hat mir bis jetzt alles abgekauft und wir können alles fragen, das ist auch gut. Also es verschwindet hier keiner. Zusammenhang zwischen dem Mord und der Expedition auf jeden Fall fragen. Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Ja, absolut. Gerade ich hab's ja auch drauf. Find's aber cool, dass er mir hilft, wobei ich ja gefragt habe, ob er mir helfen kann. Jetzt helfe ich ihm wieder, indem ich alles rausfinde. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf. Uiuiui, Anwesen der Familie Throckmorton. Eisiger Empfang, Fall abgeschlossen, ja. Da sind wir ja nochmal gut davon gekommen. Ich dachte, der reißt uns hier rüber ab, ey. Verschollene Meer, neuer Fall. So, Fallmappe. Das können wir da auswählen, auf der Karte setzen. Wir sind jetzt hier. So, Schlüssel zum Hauptquartier, Expeditionshauptquartier an der Kreuz Escher Road und Hubbard Avenue, Coverside Nord. So, da müssen wir mal gucken. Sind die denn schon eingezeichnet hier? Ne? Warte mal, Coverside. Coverside Nord. Das ist jetzt hier Coverside. Und Expeditionsquartier an der Kreuz Escher Road. Hier ist die Escher Road. Escher Road und Hubbard Avenue Coverside. Ah, dann muss das hier sein. Ich setze hier meine Markierung. Genau, mal gucken, ob das funktioniert. Ob wir da überhaupt hinkommen, ist die Frage, ne?
Grimhaven Bay. Ich hoffe, dass wir hier durchkommen. Ja, es sieht aber gut aus. Oh nein, jetzt haben wir wieder unsere Vision, ey. Mann, Mann, Mann. Boah. Das ist echt heftig. Alter, ist das ein Sturm, ey. Alter, wo ist er denn jetzt reingezogen worden? Okay. Ist die Frage, wie kommt er da denn hin, ey? Wir waren doch schon auf dem Weg eigentlich da zur Straße. Naja, okay. Ach ja, er ist ja umgefallen. Und vielleicht hat ihn dann einer irgendwie nach Hause gebracht oder so, ich weiß nicht. Merkwürdig. Die Mannschaft der Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Ich will das aber nochmal drehen hier. Achso, das ist auch die Rückseite. Auf der Rückseite ist nichts. So, mein Tagebuch Teil 1. Okay, das lesen wir uns jetzt alles nicht durch. Das nehmen wir halt nur mit. Hilfegesuch, okay. Nie wieder, hoffe ich. Krass, der ist eher ins Hotel gegangen und hat eigentlich geträumt, dass quasi ich da durchgehe und dann, also zocke. Naja, er weiß ja nicht, dass er zockt. Aber ich habe meinen Avatar da in die Richtung gebracht. Na, naja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist das ja wohl sein Zuhause. Was haben wir hier? Mr. Archer, ich habe gesehen, wie Sie Gegenstände hier ins Zimmer gezogen haben. Passen Sie auf den Boden auf, weil ich Ihnen sonst jeden Kratzer in Rechnung stellen werde. Hotelbesitzer, auch nett. Endlich sind Sie wach. Also, wenn Sie hier bleiben wollen, Mister, dann machen Sie in Zukunft nicht so einen Krawall. Verzeihen Sie, wer sind Sie nochmal? Haben Sie sich den Kopf gestoßen? Ich bin Victor Olmsted und mir gehört dieser Laden. Das Devil's Reef Hotel. Krawall? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine Gäste haben sich anständig zu verhalten. Gestöhne, Gegröle und dergleichen will ich hier nicht hören, verstanden? Okay, tut mir leid. Ich weiß zwar nicht wirklich, was vorgefallen ist, aber ich reiße mich zusammen. Tun Sie das, denn sonst müssen Sie unter der Brücke schlafen, wie die anderen Neuankömmlinge. Sie sind nicht gerade nett zu Ihren Gästen. Aber ohne sie könnten sie ihr Hotel dicht machen. Die Neuankömmlinge, die seit der Flut hierher kommen, sind doch alle verrückt. Was meinen Sie damit? Sie können sich nicht vorstellen, was für seltsame Notizen und Bücher ich auf ihren Zimmern finde, wenn sie wieder weg sind. Die taugen nur für den Herd in der Küche. Darf ich einen Blick darauf werfen? Wusste ich's doch. Niemand mit klarem Verstand würde sich dafür interessieren. Aber Sie wollen natürlich einen Blick darauf werfen. Gut, wie Sie meinen. Sie können den Krempel haben. Oh, da ist nochmal eine Menge. Stimmen aus den Rohren, Rauschen in den Ohren. Alter Falter, ey. Da haben wir aber ordentlich was zu durchsuchen. So. Gucken, wie wir hier überhaupt rauskommen. Hier ist auch noch eine Notiz. Die nehmen wir aber auch nur mit. Dem Typen reden können wir anscheinend nicht. Hören Sie auf! Hören Sie auf, ich habe gar nichts gemacht. Ja, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, ist auch ganz klar, habe ich das jetzt alles nur geträumt? Gerade auch mit den Schlüsseln oder also da steige ich jetzt nicht so ganz durch. Ich habe am Anfang den Fall gelöst, dann sollte ich zum zweiten Fall, dann bin ich jetzt irgendwie zusammengeklappt. Merkwürdig.